Hallo, das bin ich. Ich heiße Jana. Und ich liebe es, um die Welt zu reisen, fremde Kulturen zu entdecken und exotische Tiere zu beobachten und durch satte grüne Regenwälder zu wandern. Irgendwann kam dann auch Werner dazu, mein liebevoll ausgebauter Zitronenberlingo XL, mit dem ich Europa erkunde. Ich habe alles ganz alleine ausgebaut. Bett, Toilette, alles drin. Abonniert meinen Kanal, um bei meinen Abenteuern dabei zu sein. Und viel Spaß beim heutigen Video. Guten Morgen und herzlich willkommen zum neuen Video. Ihr seht, hier in Deutschland ist alles grau. Ich habe die Nase voll. Ich will heute auf die Reise gehen. Und zwar habe ich Bildungsurlaub beantragt bei meinem Arbeitgeber und werde dafür 2 Wochen in Südafrika sein. Ich habe mir überlegt, mein Englisch ein bisschen aufzupeppen und daher geht's jetzt los und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Jetzt kommt gleich mein Zug, dann lasst die Reise losgehen. Geschafft. Jetzt warte ich auf Boarding. Der Check-in, der hat pro Person 15 Minuten gedauert, also Ewigkeiten. Die müssen halt erst alle PCR-Tests anschauen, scannen, schauen, ob der richtige Abstrich gemacht wurde und. Danach kommt die Sicherheitskontrolle. Da habe ich circa 45 Minuten gewartet. Ich glaube, der neue BER ist schon wieder zu klein. Ich bin ja außerhalb der Ferien jetzt unterwegs hier in Berlin-Brandenburg. Ich möchte nicht wissen, was hier los ist, wenn Ferien sind. Ja, jetzt warte ich auf mein Flugzeug, das ist noch nicht da. Und dann heben wir ab. Da steht mein Flieger schon. Der bringt mich gleich nach Doha, also nach Katar. Dann habe ich 2 Stunden Aufenthalt. Und aus Katar geht es dann weiter nach Kapstadt innerhalb von 10 Stunden, auch wieder mit Katar Air. Dann wieder, wenn ich in Katar angekommen bin. Jetzt ready for takeoff. Da ist er, der Teddybär. Und jetzt muss ich mir noch ein ATM suchen. In Berlin war wieder mal der Geldautomat leer, also keine Dollar drin. Und ich brauche Dollar für meine Schule. Da muss ich einen
Security-Geld irgendwie bezahlen. Das kriege ich am Ende dann wieder. Und die wollen Dollar haben. Und ich weiß nicht, ob ich in Kapstadt Dollar bekomme. Na, da sind wir ja schon. Weiter geht's, ab nach Kapstadt. Willkommen in Kapstadt. Ich kann euch nicht jeden Tag mitnehmen, aber ich versuche, so gut es geht, euch alles zu zeigen. Und es ist mir ein bisschen unheimlich, das Handy hier rauszuholen. Daher, ich nehme euch mit, so gut es geht. Also es macht mir den Eindruck, als wäre es gefährlicher als in Rio. Zum Beispiel hier überall. Auf der ganzen Straße stehen so Public Security. Die passen auf, dass hier niemand am helllichten Tage überfallen wird. Ich stehe jetzt am Eingang zur Waterfront und schaut euch mal hier hinter mir die Berge an. Und der Eingang zur Waterfront ist hier und ich spaziere jetzt ein bisschen dort umher und nehme euch einfach mal mit. Ich bin auf der Suche nach Nahrung. Es gibt genug, aber ich kann mich nicht entscheiden. So verhungern tut hier keiner. Das ist getrocknetes Fleisch vom Kudu. Ich koste gerade. Schmeckt ein bisschen wie Schinken, mehr gewürzt. Beef. Ja. Beef. Und natürlich gibt es auch Fisch hier. Und Smoothie. Da ist der Tafelberg. Der Südpol ist genauso weit weg wie Rio. Schaut mal den schönen Ausblick zum Tafelberg. Leider kann ich da nicht hochwandern, es wurde mir abgeraten, weil in den Büschen hocken ja, Menschen, die es nötig haben, andere Menschen auszurauben. Und da sollte man überhaupt nicht allein hochwandern. Daher werde ich die Cable Car nehmen und irgendwann die Tage da mal hochfahren. Aber oben gehe ich trotzdem ein Stück wandern. Schaut mal, wer da schwimmt. Schaut doch mal, die sonnen sich hier.
Ozean angekommen. Wollt ihr einen Rundumblick? Hinter mir ist der Tafelberg. Bevor ich jetzt zurückwandere in mein Hostel oder in meine Gegend, noch einmal der Blick auf den Tafelberg. Ich habe mir hier noch einen Eistee gegönnt. In Bezug auf Plastik ist Tansania fortschrittlicher. Da gibt es keine Plastikstrohhalme und Deckel extra mehr. Hier gäbe es noch eine Tüte dazu, die habe ich dann dankend abgelehnt. Und ich habe noch etwas zu essen mitgenommen. Und jetzt genieße ich das hier noch und den Sunset am Tafelberg und dann geht's ab zurück. So, die spielen hier Wasserball. Schaut mal, da im Hintergrund ist immer der Tafelberg zu sehen, hinter den riesigen Häusern. Und ja, das ist Kapstadt. Das ist der Weg zur Waterfront und hier seht ihr wieder diese Security, die hier überall steht, dass den Touris nichts passiert. Beton, Beton, Beton. Hat euch das Video gefallen mit den zwei Palmen? Dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Feedback gebt, Daumen hoch oder einen netten Kommentar hinterlasst. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis bald.